Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld Multiplayer. Hi. wir haben jetzt fast eine Woche nicht aufgenommen. Jetzt muss ich erstmal gucken, mich wieder reinfinden. Als allererstes will ich was fixen. Lunex hat sich nämlich beschwert, dass Lunex falsch priorisiert ist. Und dass, wenn ich das richtig gesehen habe, hat er damit vollkommen recht. Denn ich habe Lunex, Chris und mich auf Bergbau 3. Ich habe einen Skill von 9, Chris hat einen Skill von 7 und Lunex hat einen Skill von 11. Das wäre dämlich, Lunex nicht auf einer höheren Priorität zu haben. Deswegen habe ich das jetzt getan. Lassen wir mal weiterlaufen. So, wir haben, was haben wir denn? Wir haben Hiroki. Mhm. Wollten wir die? Die hat Bergbau 10. Die wollen wir nicht. Nee, die wollen wir nicht. Die wollen wir nur nicht. Den wollen wir nicht über den Jordan gehen lassen. Ich würde mal sagen, Widerstand reduzieren und dann, keine Ahnung, verkaufen oder so. Zum Beispiel. So, und Chris hatte noch Muskelparasiten. Möglich. Und irgendjemand anders hatte ja, auch. Ja, ich auch. Ja. Und ich glaube ich. Nee, ich nicht. Ich habe nur keinen linken Zeigezeh mehr. Ja, aber wenn ich es richtig weiß, bist du ja masochistisch veranlagt und daher ist es gar nicht übel. Das ist richtig. Okay. Machen wir ein bisschen zügiger. Ich tue gerade noch Holz abbauen. So, erstmal gucken, dass wir. Unseren Essensraum würde ich mal sagen, als erstes fertig kriegen. Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Chris, warum? Was hat er denn? Hatte Schmerzen, wurde beleidigt, schlief in der Kälte. Ja, bei mir ist es auch gerade. Abscheulicher Schlafraum. Ja, die sind tatsächlich sehr hässlich aktuell. Das ist vollkommen korrekt. Da sollte man dann mal die Wände fixen. Nicht nur das, auch mal sauber machen. Ja, aber auch die Wände fixen. Definitiv. Wir müssen die Wände richten. Weil das macht das Ganze halt noch viel hässlicher als ohnehin schon. Ja. Yep. Und dann müssen wir gucken, dass wir... Was sind das? Das sind Sandsteine. Habe ich Sandsteine in Produktion? Ja, noch 20 Stück. Haben wir überhaupt noch Sandsteine rumliegen? Weiß ich nicht. Wir haben hier noch einen Marmorbrocken. Hammer. Alles da. Gut. Jan, wie fit bist du? Meine Frau schläft. Ja. Das ist, Was? Dann nicht Boden entfernen, sondern Oberfläche glätten. Ja, Chris pennt jetzt auch, aber das ist okay. Und ich lieg da und guck den Wolken zu. Nice. Essen wächst. Hiroki versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen. Okay. Wo bin ich? Guck mal, vielleicht schaffe ich das ja auch alleine. Schaffe ich alleine. Auch gut. Ein Schuss und alles ist wieder gut. Prima. Und verblutet in 22 Stunden, natürlich. Weil ich auch voll getroffen habe. Pflanzen wir da was an? Ja, Heilwurzeln pflanzen wir an. Ja. So, ich habe behandelt. Das ist sehr gut. Gut, dann geht dein Skill da hoch. Jetzt füttere ich den halt auch noch, wenn er unbedingt will. Ich sollte mal... Chris war meiner, ne? Ja. Chris pennt und ich tue nebenher Wände glätten. Das ist okay. Ja, ist ja nur ein gestörter Schlaf dann. Ja. Aber Lunex entfernt auch Dreck von dem her. Und Geröll.
Dreck und Geröll. Ja. Das ist gut. Widerstand auf 5,9 runter. Ach, du bist schon wieder. Du gehst Heilwurzeln ernten. Das ist prima. Ja, haben wir nur noch 10. Untermachen, das brauche ich definitiv nicht. Quest. Keine Quest jetzt. Da haben wir noch keine Zeit für. Was tut Chris? Chris forscht. An was forschen wir eigentlich gerade? Schmieden. Wir forschen am Schmieden. Okay. Okay. Ist das Zurechtfinden und so, ne? Ja. Behandlung benötigt. Chris. Ja. Chris muss man wieder behandeln. Du bist aber gerade erst ins Bett. Ja. Dann behandle ich kurz Chris. Ist das wirklich so gut, wenn du das machst? Ja, das ist ja nur wegen den Muskelparasiten. Behandlung erlischt in 2 Stunden. Genau, das darf nämlich nicht passieren. Weil sonst müssen wir nämlich alles wieder von vorne machen. Ja, nee, das machen wir nicht. Da sind wir jetzt bei 225 von 300%. Das ist gut. Wo sind wir denn bei mir da? 122 von 300. Behandlung erlischt in 0,9 Stunden. Ja, dann wird's doch Zeit, oder? Ich habe das dumme Gefühl, das reicht nicht. 0,5, 0,4, 0,3, 8 Sekunden, 5 Sekunden und alles wieder von vorne. Super. Ja. Da müssen wir mehr einen Blick drauf werfen. Ah nein, Behandlungsqualität insgesamt 175 von 300. Okay, erzähl's doch mit. Glück gehabt. Wow, und ich stehe, während Lunix schläft, auf seinem Bett und glätte die Wand. Ja. Sorry, Lunix. Dinge, die man immer so macht, anstatt zu putzen. Ja. Ich quatsche mit dem Quiek. Da wurde gerade irgendwo was gequiekt. Ja. Was hat gequiekt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist es tot. Er hat ja auch genügend andere Tiere, die hier auch noch rumstreunern. Das ist vollkommen korrekt. Komm, mach das mal voll glatt. Und dann sollten wir... Da unten liegt ein Waschbär. Was? Da unten liegt ein Waschbär, seit 4,7 Tagen tot. Der verrottet wahrscheinlich schon, ja. Der bringt uns nichts, wenn er verrottet. Ja... Aber wir müssen auch aktuell eher mal schauen, dass wir irgendwelche sauberen Räume bekommen. Hier sieht es überall wie Sau aus. Deswegen gebe ich eigentlich kaum was in Auftrag, aber wir haben so viel nebenher zu tun. Ja, richtig. Dass wir nicht zum Putzen kommen. Aber ja, unsere Räume sehen aus wie Sau. Das ist echt... Sollten wir mal nochmal durch unsere Arbeitspläne durchschauen? Naja, wir haben nur 3, die putzen können. Chris kann ja gar nicht putzen. Ja, Chris ist unfähig in der Hinsicht. Richtig. Und Dunex sollte eigentlich tragen und putzen. Und Bergbau machen. Ja. Und er trägt auch. Genau, das ist das Ding. Wir haben so viel zum Tragen durch den langen Weg zum Feld im Moment, dass er halt im Grunde meistens mit Tragen beschäftigt ist. Und wenn wir hier einen Weg durchmachen? Nee. Mit Doppeltür? Nö, er geht ja nur hier oben rein und legt ab und dann ist wieder alles prima. Guck. Ja, aber er wäre ja dann rein, schneller da. Übrigens verbock ich gerade Ernte wie blöd. Das kommt von den Muskelparasiten. Ja, richtig. Das ist halt so. Nur gut, dass wir genügend Futter haben. Aber wir haben nicht genügend Medizin. Ja, wir haben nur noch 9. Da oben liegen jetzt noch 5. Okay, dann geht's. Noch. Wow. Du sollst gucken, dass die Frau gesund wird, du Idiot. Chris, Muskelparasiten, ja. Lunix spielt ein bisschen, das ist in Ordnung. Mhm.
sind wir schon zu viert und kriegen trotzdem nichts gebacken. Haben halt auch einfach ein bisschen zu viel zu tun, aber Cass meint sie auch gut mit uns. Bisher ist es relativ ruhig. Ja, außer dass unser Opfer hier ausbrechen wollte. Ja gut, das kommt vor. Weiß nicht, bleibst du gerne in dem Gefängnis? I think not. Ich lasse es gar nicht erst so weit kommen. Merkst du? Ja, richtig. So, ich bin gleich ausgeschlafen. Das ist sehr gut. Du noch nicht? Nee. Hey, noch einmal laufen und dann ist alles, was du abgebaut hast, wieder da. Sehr schön. Wir können Gott froh sein, dass Lunex sich... Okay, so schnell kann er gar nicht laufen. Das sind nur 3,68 Zellen pro Sekunde. Das ist gar nicht so schnell. Okay, ist deutlich schneller als ich. Das hatten wir, meine ich, das letzte Mal schon. Hm. Da war irgendwas, ja. Ich sollte demnächst was essen. Mhm. Hey, ich fange an zu putzen. Wow. Deswegen habe ich nichts in Auftrag gegeben, dass ich einfach mal putze. Jetzt ist der Haftsaal wenigstens nur noch langweilig. Das ist schön, dass du mit dem Haftsaal anfängst zu putzen. Okay. Lunex ist ein bisschen pissig. Weil ich ihn zurückgewiesen habe. Also sie. Ja, okay. Ja, gut. Ja, sorry, ne? Hast ja schon eine Verlobte. Ja, stimmt. Hab schon eine Verlobte. Jan, würdest du bitte da putzen, wo es vielleicht drinnen ist? Und relevant wäre. Ja, hauptsächlich ich trage nebenher auch mal was. Was haben wir bei Chris? Kochen, jagen und dann halt forschen. Auch wenn er langsam forscht, aber... Ja. Lunex versuchte Jan zu bezaubern, indem sie eine scherzhafte Anspielung auf seine Lebensmittelpräferenzen machte. Jan antwortete nicht. Also auf gut Deutsch, Lunex hat gesagt, dass ich dick bin. So nämlich. Können noch mal anbauen. Du bist nur mehr mit Ernten beschäftigt. Ja. Aber wir haben jetzt so viel Stoff. Wir brauchen theoretisch keinen weiteren Stoff. Wir haben den 10. September. September, ja. Diese Monatsnamen. Wir können noch bis zum 1. Dezember anbauen. Das sind wie viele Tage? 5. Ja. Lohnt sich das noch? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Wir sollten besser schauen... Ja, doch, bei Reis würde es sich sogar noch lohnen. Wir sollten eher schauen, dass wir diese Heilpflanzen noch ernten, die es die sind so geerntet. Hat. Nein, die noch wild Ach so. Da sind. Aber gebt nicht zu viele in Auftrag. Ich mache jetzt einfach nur ein paar. Weil aktuell haben wir noch 14 Mal Medizin, aber wir brauchen ja auch noch. Genau, wie sieht's bei deinen Muskelparasiten aus? Nächste Behandlung in 15 Stunden. Ja. Und bei Chris? Nächste Behandlung in 14 Stunden. Im Grunde kannst du sagen, hast du Chris behandelt, musst du direkt nach mich behandeln. Richtig. Wo bin ich eigentlich? Ah, ich trage Medizin. Mhm. Okay. Du bist unser Schneider, richtig? Handwerk. Theoretisch, ja, bin ich.
bist der Einzige da. Ja, ich bin der Einzige, der überhaupt was kann. Warum? Wer braucht denn eigentlich nur warme Kleidung? Du, Chris und du, Nex, brauchen warme Kleidung. Mhm. Warum? Will wir nicht haben. Chris trägt nur Stammeskleidung, du trägst nur ein T-Shirt, Lunex trägt nur ein Hemd. Wow, wir rennen alle ohne Hose rum. Ja, ich meine obenrum. Es geht um obenrum. Dann mach doch einfach mal 3 Parkas. So. Die Räume sind zwar immer noch... Ja, nee, sie sind nicht mehr hässlich. Lunex Raum, wenn der geputzt ist, ist sogar mittelmäßig. Und unsere, wow, ist nur langweilig. Aber ich will bei uns die Wände erst abreißen, wenn wir wieder Steine haben. Nur baut keiner Steine. Ja, wir haben auch genügend anderes aktuell zu tun. Ja, weil Handwerk bin nur ich eingetragen. Ja. Ich könnte da aber auch genauso Chris eintragen, dass der auch mal was anderes zu tun hat. Weil der kann auch zumindest Steine kloppen. Und da gucke ich nämlich, Handwerk-Skill habe ich 5. Chris hat 3. Dann sage ich beim Klamottenherstellen einen Mindestskill von 4. Ist das nicht Schneidern? Oh, doch, tatsächlich. Ja, Schneidern. Schneidern und Handwerk sind im Grunde die gleichen Skills. Bloß Handwerk ist Steine kloppen. Ja. Und dann lasse ich Chris eben auch Steine kloppen. Dann geht das ein bisschen zügiger, wie wenn das nur ich mache. Ja. Chris, Muskelparasiten. In 3 Stunden. Ich muss das nur im Auge behalten. Finde ich auch klasse, ich bin der Einzige, der einen Tisch benutzt beim Essen. Nein, ich bin vorher mit dir zusammen da gesessen und habe gegessen. Na, immerhin. Und ich verbuckt. Das kommt vor. Nächste Behandlung in 2 Stunden. Ja, dann wird's Zeit. Nächste Behandlung in 1 Stunde. Und los? Ja, ich kann's erst, wenn's soweit ist. 0,8. 0,7. Ja, deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Ja, das ist voll okay. Hi. Ist Behandlung in 1 Stunde. Kann jetzt behandelt werden, okay? Ah, okay. Ich verstehe. Ich kann Chris nicht behandeln, weil er nicht im Bett liegt. Ah, Chris geht jetzt ins Bett. Sehr gut. Behandle Chris. Wenn du Chris behandelt hast, kannst du danach gleich meine Frau behandeln. Ja, dein Verlobter. Mein Real-Life-Frau. Ja, okay. Ja, das. So, bei Chris sind wir jetzt bei 272 von 300%. Also wenn es gut läuft, noch eine Behandlung. Und bei dir? 236. Oder könnte, wenn es richtig, richtig gut läuft, auch noch eine reichen. Dann sind wir die blöden Muskelparasiten endlich los. Yeah, das wäre tatsächlich... Das wäre genial. Sehr gut. Okay. Hat ja auch nur lang genug gedauert. Unser Gefangener hat noch einen Widerstand von 3,7. Ja, das ist okay. Und ich schnippel... ein Parker. Ja. Okay. Was mache ich eigentlich? Ich konsumiere einfache Mahlzeit. Na, immerhin. In der Küche. Ich wollte es gerade sagen, in der Küche. Besser in der Küche als im Gefängnis. Ja, stimmt. Was haben wir denn? Jetzt baue ich tatsächlich wieder Reis an. Hm, das ist okay. Es wird nicht so kalt, dass die Pflanzen erfrieren. Ja, okay. Also theoretisch sollte es nicht so kalt werden, dass die Pflanzen erfrieren. Und du isst schon wieder was. Ja, das kommt vor. Puma jagt mich. Ein Puma jagt dich. Okay. Chris ist unbewaffnet.
Warum? Schick dich mal ins Lager. Und bleib einfach drin. Das ist der kürzeste Weg. Und dann... Hab ich. Gucken wir mal. Okay. Rein, 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 rein. Tür zu. Okay. Wow. Chris, würdest du bitte mal drinbleiben? Oh Gott, Lunex läuft auch noch draußen rum. Puma verpisst sich wieder. Puma hat Hase gegessen. Das ist okay. Puma ist wieder gechillt. Also alles wieder prima. Gut. Glaube ich. Aber solange der Puma gegessen hat, das ist das Gefährliche. Wenn die Viecher nichts gegessen haben, also und auch nichts zum Essen in der Nähe haben, dann jagen sie halt jemanden. Ja, weil macht ja Spaß. Widerstand 2,9. Nice. Hey, seit wann machst denn du das? Was? Den bearbeiten. Ich habe Aufsehen bei mir auch eingestellt, weil... Ja, weil ich, Weil du zu beschäftigt bist. Ja, weil wir zu viel zu tun haben. Ja, das ist richtig. Wenn es genau nimmt, sind unsere Felder eigentlich zu weit weg. Ja, aber wenn wir sie näher herholen, wird das nicht besser. Nee, dann wächst es halt langsamer. Wie sieht's denn da zeitlich aus mit Behandeln? Wir haben ja erst 1,5 Tage. Ja, okay. Bei beiden. Also, alles entspannt. Was macht Lunex? Die Lunex? Entfernt Dreck. Wasendreck. Ja. Ein Kolonist untätig. Ja, Lunex ist im Moment untätig. Ja, das darf auch mal vorkommen. Ein bisschen entspannen. Entspannen Sie sich jetzt. Abends um 9. Ja. Wenn die anderen schlafen. Ja. Warum nicht? Ich bin gerade im Überlegen, ob ich Lunex auch auf Handwerk einstelle. Auch wenn das, wenn uns Skill von 0 hat. Aber dann kommen wir mit den... Weil ohne Steineglocken kommen wir nicht voran. Mhm. Und ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir... den Spezialisten da doch rekrutieren. Kann auch Handwerk. Ist halt ein Kannibale. Ja, toll. Aber das heißt auch nur, dass er Menschenfleisch essen kann, ohne dass er danach pissig ist. Die anderen sind halt echt pissig danach. Oh, schau mal. Ja. War wichtig. Ja, deswegen steht man nachts um 1 auf. Ja. Und dann erstmal arbeiten. Nee, erstmal was essen. Und dann arbeiten. Ja. Widerstand auf 2,2. Hey, das heißt, dein Sozialskill geht hoch. Ich habe mittlerweile einen Sozialskill von 3. Voll. Gut. Naja, nicht so. Ist definitiv alles, aber nicht gut. Hey, das ist mal besser als 0. Ich habe einen Parka hergestellt. Und habe ihn angezogen. Wie war das mit sozial engagiert? Ich bin voll sozial. Habe ich gesehen. Ja, deswegen hole ich jetzt nochmal Stoff und mache dann halt noch einen. Ist dein Parka wenigstens hübsch geworden? Ich hab's gar nicht geguckt. Parka aus Stoff, normal. Es ist ein normaler, immerhin. Normal ist gut. Also nein, normal ist normal, aber... Weißt, was ich meine? Ist besser als schlecht. Hallo. Super. Ah, das war der Varg. Schlief in der Kälte. Die motzen übrigens darum, dass es kalt ist.
Ja, mir fällt auch gerade auf, dass wir nur noch ein Grad haben. Lass mal in jeden Raum einen Heizkörper stellen. Ist das nicht hier dieses Brennstoff nachfüllen? Nee, das sind Kühlgeräte. Okay. Ich platziere mal Heizung in den Schlafräumen. Und im Gefängnis, weil da hat es auch nur noch 2 Grad drin. Hey, Lunex war der Erste heute, der wirklich was Produktives getan hat. Ja? Er hat Steine gemacht. Ich kann jetzt endlich wieder ein bisschen Boden legen. Er trägt auch Stahl zu den Heizungen. Ja, Chris hockt halt faul rum und forscht. Ja. Und ich baue Heilwurzeln an. Ja. Ende Herbst. Ja, irgendjemand muss ja auch was Produktives tun, wa? Ich spiele zum Beispiel schon wieder Hufeisen werfen. Ja. Chris schläft. Ja, okay. Chris schläft. Behandlung in 18 Stunden. Ja. Wir könnten was machen, dass das Bearbeiten von dem Zeug schneller geht. Einen Werkzeugschrank bauen. Zum Beispiel? Oh, haben wir gar keine Bauteile mehr? Nein. Blöd, dann kann ich nämlich auch keine Heizung bauen. Das ist ungeschickt. Lunex, geh mal ein. Wir haben nämlich Bauteile auf der Karte. Dann weiß ich wenigstens, dass es auch erledigt wird. Ja, wer legt sich nicht mittags um 4 ins Bett? Ja. Oh. Das kann man dann auch gleich abbauen. Da liegt ein toter Esel. Ich habe ihn schon erlaubt. Den muss noch irgendjemand holen. Ja, hoffentlich rechtzeitig. Mhm. Ja, jetzt hat es 12 Grad draußen. Wow. Ja, ist Herbst. 2, 4, 6, 8, 10. Das sind dann 12 Bauteile. Sollte für den Moment mal ausreichen. Schau. Chris nutzt auch den Tisch zum Essen. Wie? Ja. Gebiet freigelegt. Ja. Einen Block hat er freigelegt. Ah, Chris holt das tote Tier. Ja, und Lunex schaut den Sternenhimmel an. Ja. Zack, Eselfleisch. Juhu. So ist das. Ich bin schon wieder im Bett, oder was? Ja. Warum? Weil laut... Weil ich laut Zeitplan schlafen soll, ja. Ja. Ich habe die Zeitpläne von Chris und Lunex gar nicht angepasst gehabt. 5 Stunden Schlaf reichen. Erreichen tatsächlich. Außer du hast einen schnellen Schläfer, der kann theoretisch auch mit 3 Stunden klarkommen. Was? Mhm. Das gibt's als Charaktereigenschaft. Schneller Schläfer. Die brauchen deutlich weniger Schlaf. Gibt, glaube ich, auch Langschläfer. Die brauchen mehr Schlaf. Korrekt. Okay. Wie sieht's bei Chris Muskelparasiten aus? In 4 Stunden muss er wieder behandelt werden. Ja, dann ist es bei mir genauso. Wow, ich gehe jetzt in den Schlachtraum zum Essen. Hä? Ja, weil der Tisch zu weit weg ist. Ja, aber ist es dann sinnvoll, dass der Aufenthaltsraum oder der Essensraum auch hier oben ist? Nee, ich bin gerade überlegen, ob wir den Aufenthaltsraum hier runter machen und das oben dann einfach die Krankenstation wird. Heizung. Yay. Stellen wir auf 20 Grad ein.
Alle? Wir heiraten. Also, nein, du sitzt am Tisch. Aber was reden wir eigentlich? Soraya erzählte Jan einen Witz über Heilwurzeln. Jan und Soraya sprachen über das Betrunkensein. Soraya und Jan unterhielten sich über den Verzehr von Erbsen. Jan und Soraya unterhielten sich über Hüte. Und jetzt kam ganz viel Kram. Und dummes Behandeln. Wir heiraten. Und es ist niemand da. Es ist Behandlung benötigt bei Chris. Jo, wir heiraten aber gerade. Ja, offenbar sind wir fertig. Behandle den mal. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt, dass ich... Fühlt sich glücklich. Aktivität nimmt an Hochzeitszeremonie teil. Okay, Chris ist geheilt. Und du solltest echt in dein Bett. Ich kann dich sonst nicht behandeln. Aber es ist Hochzeitszeremonie. Hochzeitszeremonie ist beendet. Gut, geh ins Bett. Gut. Ich behandle dich. Dinge, die man in der Hochzeitsnacht unbedingt braucht. Eine Behandlung von Muskelparasiten. Ja. Aber wenigstens in einem schmutzigen Raum. Wichtig. Okay, wo sind wir jetzt bei dir? 274 von 300%. Also noch einmal. Noch einmal und dann bist du auch fertig. Juhu. Belabert den mal weiter, ja. 0,5 Widerstand noch. Yay. Juhu. So, und ich bin jetzt gerade am überlegen, warte, wir haben noch 20 Marmorblöcke. 15, 15. Also, da kann ich auf jeden Fall... machen wir die drei weg. Und stellen hier eine Marmorwand hin. Mhm. Und vor allem kommt da auch gleich Stahl raus. Ja, also in der Hochzeitsnacht klopfe ich neben dir Stahl. Ich wollte es nur mal erwähnen. Auf dass die Wände fertig werden. Also deswegen reisen wir erstmal ab. Ja, dass die Wände auch mal Wände sind. Du quatschst schon wieder mit Hiroki. Ja, wir redeten über das Saubermachen. Ah. Du hast den Widerstand gebrochen. Ja. Gestörter Schlaf, minus 3. Unansehnliche Umgebung, minus 5. Sehr hungrig, minus 12. Ja gut, da kann ich ja nichts für. So, jetzt haben wir da noch 3 glatte Oberflächen. Dann hat Chris zumindest mal ordentliche Wände im Raum. Lunex ist mit seinem Raum nämlich sehr zufrieden. Das ist schon mal sehr gut. Wir nicht. Ja, er ist ja auch Asket. Er ist sehr bescheiden. Also sie. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Chris, wird dein intellektuelles Skill eigentlich auch mal mehr? Oh nein, Chris ist ein langsamer Lerner. Lernwert 25%. Ja, deswegen... übernimmt der das? Oder sie? Ich würde mal sagen, Chris sollte eigentlich mehr andere Sachen machen. Ja, das Ding ist, dass ich so viele andere Sachen zu tun habe, dass ich das nicht, da ja gar nicht dazukomme. Ja, ich habe jetzt Chris bei Forschen auf 4 und beim Handwerk auf 3. Dann soll er lieber Steine klopfen. Ist effizienter. Dann lassen wir dich forschen, dann kommen wir halt langsamer voran, weil du, ich sag mal, die Muskelparasiten, die halten dich momentan auch noch ein bisschen auf. Das muss man dazu sagen. Ja. Weil es halt arbeiten und bewegen minus 30%. Mhm. Und wenn wir jetzt gucken.
Ja, deswegen. Lunex hat zwar leichte Schmerzen, aber das liegt an seiner quälenden Bissnarbe, die man einfach nicht behandeln kann. Und sonst ist er ziemlich happy. Er war auf einer Hochzeit. Ja, also angeblich. War da. Chris zum Beispiel nicht. Hat Jan geheiratet. Plus 40. Ja. Sehr niedrige Erwartungen. Plus 24. Hatte Sex dreimal. Plus 19. Ja. Frohnatur, Meinung von Jan. Stimmt, du bist eine Frohnatur. Du bist ja grundsätzlich erstmal glücklich. Ja. Völlig entspannt, sehr gemütlich, geräumige Umgebung, gestörter Schlaf, minus 3. Ja, gestörter Schlaf, das ist halt so. Haben wir eigentlich mittlerweile genug Stahl für den Werkzeugschrank? Nein, haben wir immer noch nicht. Da ist schon wieder irgendwas tot. Ja. Jetzt mache ich das alles weg. Ja, ich reiß gerade unser Schlafzimmer auf. Ja, okay. Warum laufe ich so kompliziert? Vor allem laufe ich mitten durch die Gräber durch. Ja, kann man mal machen. Ja. Warum auch nicht und so? Ja, du konsumierst deine einfache Mahlzeit da drüben, weil der Tisch vermutlich zu weit weg ist. Das kann sehr gut sein, ja. Was haben wir denn für Blöcke? Lunex versucht immer noch, dich zu umgarnen. Okay. Tut mir voll sorry und so. Lunex machte Jan den Hof, indem sie eine Geschichte über Luftballons erzählte. Jan zeigte Lunex die kalte Schulter. So, was machen wir jetzt mit unserem Gefangenen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was wir mit unserem Gefangenen tun? Ich repariere erst mal den Herd. Du bist übrigens ein Freund von dem. Weil ich ihn halt gedingst habe. Ja. Ich überlege, ob wir ihn verkaufen. Du hast ihm Glück versprochen. Ja? Mhm. Jan versprach Hiroki das Blaue vom Himmel. Ja. So läuft das. Ah ja. Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Nee, eigentlich nicht. Ja, wenn ich ehrlich bin. Sklavenpreis 1030 Euro? Ja. Verkaufen würde sich lohnen. Mach halt. Sobald ein Händler vorbeikommt. So lange müssen wir den durchfüttern. So lange müssen wir den durchfüttern. Ja, okay. Oh, nett. Es wird eine Wand gemacht, während ich schlafe. Mhm. Unser Schlafzimmer ist jetzt nur noch abscheulich 5. Chris Schlafzimmer ist abscheulich minus 18. Wo sehe ich das überhaupt? Wenn du auf irgendeinen klickst, dann siehst du unten neben deinem Ding. Ah, okay. Ja, habe gefunden. Den Wert. Dürftig, hässlich, ziemlich eng, verschmutzt. Ja. So wie das halt sein muss. Bestimmt. Hey, wir machen endlich mal am Boden weiter. Aber das ist... macht das Sinn? Doch, eigentlich macht das sogar Sinn. Wir machen das schon als Aufenthaltsraum. In den Aufenthaltsraum stellen wir aber ein Regal rein mit Essen. Okay. Wir stellen erstmal einen Tisch rein und dann gucken wir mal, was wir machen. Das kann aber sein, der Weg ist immer noch zu lang. Ja, vor allem, weil die Tür halt hier oben ist. Oder wir machen einen kleinen Extraraum hier rein, in dem wir fertiges Essen lagern. Und wenn du hier die Tür reinmachst? Nee, von innen.
Und dann einfach nur einen kleinen Gang, wo wir Essen lagern. Mehr nicht. Mhm. Da kann man auch einfach kurz eine Holzwand einziehen. Machen wir so. Und machen wir Temperatur. Eine Überwandkühlung. Wo haben wir einen Strom? Da haben wir Strom. Hey, da lässt mich her. Ja, okay. Überwandkühlung. Und dann eine. Einfach eine Tür. Und gut ist. Okay. Und dann machen wir da eine Lagerzone rein. Die. In der einfach fertiges Essen gelagert werden darf. Was zum Teufel mache ich eigentlich nachts um 4? Baut Kartoffelpflanzen an. Ja. So. Rohes Essen darf nicht gelagert werden. Genauso wie kein Trockenfutter. Nächste Behandlung in 8 Stunden. Okay. Und keine Leichen. Wir sind übrigens bei 274 von 300%. Okay. Das heißt, vielleicht kriegen wir es in dieser Folge sogar noch fertig, dass die Muskelparasiten weg sind. Das wäre voll toll, wenn wir das schaffen. Weh. So. Das sollte jetzt klappen. Jetzt sollte nur irgendjemand auch seine Arbeit machen. Ja. Also ich in dem Fall. Gut, dass du das selber sagst. Wo laufe ich schon wieder hin? Ah, eine Batterie reparieren. Batterie repariert. Hey, Chris macht ganz viele Steine. Voll toll. Wuppidi, wuppidi, wuppidi. Mhm. Ich baue Kartoffelpflanzen an. Am letzten Tag vom Herbst. Macht absolut Sinn. Jan, würdest du bitte die Wand priorisieren? Dass nicht der ganze Raum so eiskalt wird. Was machst denn du schon wieder? Pause. Du sollst arbeiten. Na komm. Genau, das Essen wird nämlich hier drin nur gekühlt, nicht gefroren. Gucken mal, ab wann ist gekühlt. Wenn wir das so 4 Grad halten. Behandlung benötigt. Behandlung benötigt? Ja, du kannst loslegen. Okay. Behandeln wir meine Frau. Dann gucken wir mal, ob die endlich wieder gesund ist. Das wäre mal sehr sinnvoll. Eine Boomratte. Hm? Die explodiert, wenn man sie tötet. Oh, schön. Ach, deswegen Boom. Aha, du hast keine Muskelparasiten mehr. Ja, die Qualität war auch bei 48%. Ja, ich habe das mal richtig gut gemacht. Mhm, mega. Okay, also unser Kühlraum fürs Essen ist gekühlt. Das Essen da drin hält 10 Tage. Ja. Ja, vielleicht stelle ich ihn auch nochmal 1 Grad runter. 3 Grad. Dann hält es 13 Tage. Juhu. Aber das ist jetzt näher am Tisch, das ist schon mal gut. Was brauchen wir da drin noch? Wir benötigen definitiv eine Heizung in dem Raum. Aha. Und aber auch so einen Kälteteil, passive Kühlung oder sowas? Nö, wir können alles mit Strom regeln. Okay. Und Licht. Licht wäre cool. Stehlampe. Machen wir mal eine. Das ist schön, dass du im Grunde alles machst. Ich kann einfach nur zuschauen. Entspricht auch ungefähr dem, wie viel Skill ich in diesem Spiel habe. Es kommt. Wenn du alles machst, dann kommt das nicht. Ich mache ja gar nicht alles.
Hey, Heizung. Aber 95%. Ja. Wir können... Ja, wenn wir den Aufenthaltsraum haben. Wir haben ja ein Notfallkrankenzimmer. Aktuell, ja. Verrückte Hirschkuh. Okay. Sie jagt, ja, und ich renne hier bei den Heilwurzeln rum. Ich schick mich mal ins Lager. Schick dich mal ins Lager. Ich muss... Wo ist denn die? Oben links. Okay. Das Ding ist... Wie machen wir das? Lunex ist ein Nahkämpfer. Ja, das hat keinen Wert. Stell mal Lunex hier hin. So, jetzt pass auf, dann stellen wir mich. Ja, aber ich bin ja eine Fernkämpferin. Ja, ja. Du kannst näher herkommen und dann hierher stehen. Und ich hole mich daher und Chris muss sich noch irgendwas zum Schießen geben. Ja, das wäre auch ganz gut. Chris nimmt jetzt einfach mal den miesen Kurzbogen, der da drin liegt, weil was anderes... Nein, nimmt er nicht. Wir haben einen Revolver. Okay. Und ich stehe daher. Chris hat den Revolver. Steht dann auch hierher. Hirschkuh kommt. Ich sollte es auch treffen. Ja, das ist normal. Oh. Erwischt? Bist du bewaffnet? Nein, du bist gar nicht bewaffnet. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt richtig doof. Was hast du für einen Fernkampfskill? 9. Ja. Das heißt, Chris lässt seinen Revolver wieder fallen. Den holst dann du. Weil Chris hat nur einen Fernkampfskill von 3. Revolver liegt in der Küche. Chris schnappt sich den schlechten Bogen. Ich habe mich schon gewundert, wieso wir einen Revolver rumliegen haben. Ja, wahrscheinlich, weil ich da ohnmächtig geworden bin. Ja, stimmt. Du wurdest ja ohnmächtig. Bödüm. Könnte Chris nicht die Hirschkuh schlachten? Chris hat jetzt wohl ganz wichtig mit Schlafen. Ist tiefgekühlt, verdirbt nicht. Priorisieren unmöglich. Ach so, ich muss das so machen. Priorisiere Schlachten. Dann trägt er nämlich auch. Schlachte die mal. Aber dann steht's um uns eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Das war heute. Das ist heute bisher richtig gut gelaufen. Verschrei's nicht. Cass hört zu. Nein. Doch. Nein. Natürlich. Ist alles gut. Es ist alles gut. Ja, ja. Hey, wir haben sogar einen... Fast fertigen Raum. Einen Raum. Ja. Und ein Fertigessenlager. Und wenn wir da drin nachher einen Tisch stehen haben, dann können auch alle endlich ordentlich an einem Tisch essen. Yay. Und vielleicht haben wir dann auch noch was anderes als Hufeisen werfen zur Beschäftigung. Ja. Weil das muss ja weichen. Das ist vollkommen richtig. Das muss weichen, das Hufeisen werfen. Wenn du willst, kannst du das mal verschieben. Wie mache ich das denn? Du gehst drauf und dann sagst du neu montieren bei. Ich würde es einfach nördlich vom Aufenthaltsraum irgendwo mal hinmachen. Da. Ja, genau. Und dann setze ich mal kurz noch einen Tisch in das... Weh, ich forsche mal. Sachen gibt's. Platziere ich hier und das Tisch. Sehen wir auch... Am Forschungsbalken, der geht hoch. Ah nein, mach ich nicht. Ja, wenn du forschst, dann geht wenigstens auch was. Wenn Chris forscht... Nicht. Also, dann geht schon was, aber es dauert halt lang. Ja, du bist halt schneller. Ja, schon. Jetzt montieren wir das mal neu. Genauso wie die Stühle. Eigentlich könntest du einen Stuhl auch hierher setzen. Stimmt eigentlich. Und dann baue ich drin neue Stühle.
Aber reicht der Tisch da überhaupt? Ja, vier Leute können da gleichzeitig hinsitzen. An den kleinen Tisch. Okay. Magst du mal in dem Raum noch Entspannungszeug verteilen? Vielleicht kein Billardtisch? Obwohl, kann auch. Ich bin in Rekrutierung inspiriert. Möbel. Nee, ist bei Entspannung. Ja, okay. Pokertisch oder Billardtisch? Oder ein Schachtisch? Wie groß ist... Ich würde einen Schachtisch und einen... Aus Holz. Ja, der ist winzig. Der ist tatsächlich nur so ein Feld groß. Ja, da muss einfach nur rechts und links dann ein Stuhl hin. Mhm. Und der Pokertisch ist... Vier Felder groß. Und da kann auf jede Seite ein Stuhl. Theoretisch. Den Pokertisch können wir aber auch da oben hinsetzen und einfach nur drei Stühle hinmachen. Das wäre jetzt auch meine Idee. Der Billardtisch bräuchte deutlich mehr Platz. Ja, der ist. Aber ein Pokertisch und ein Schachtisch, ich denke, dann sind wir, was Entspannung angeht, so gut, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben. Wie viel Platz brauchen wir um den Schachtisch? Nur zwei Stühle. Ja. Das heißt, ich könnte den auch hier an die Seite hinsetzen. Varg jagt Lunex. Schickst du Lunex ins Lager und lässt ihn da stehen, bitte? Mhm. Und Jan, du bleibst auch stehen. Und der Varg jagt jetzt vermutlich dann Chris. Chris, gehst du bitte... Chris überlebt das nicht. Ja, ich komm schon. Mhm. Wo bin ich? Oh Gott, oben im Lager. Chris, rein ins Batterielager? Ja. Lauf. Lauf. Okay, erwischt. Nice. Dich hat's tatsächlich genau nicht erwischt. Chris wurde ins rechte Ohr gebissen. Rechtes Ohr, Effizienz 0%. Park rächt sich. Ja. Das ist, glaube ich, schon durch. Ja, der hat, erst hat er nur angegriffen, weil er Hunger hatte und dann hat er sich gerecht, weil wir ihn angegriffen haben. Aber das haben wir jetzt gut weggesteckt. Lunex steht noch im Lager. Ich lasse ihn mal raus. Muss Chris behandelt werden? Chris wurde schon behandelt. Ja, okay. Wenigstens bleibt das Ohr noch dran. Das ist schon mal gut. Ja, das ist tatsächlich gut. Ah, der Valk liegt im Lager. Ja. Ja, weil unser Koch und Metzger rennen. Momentan flach liegt, ja, ich weiß. Aber dich hat's, nee, dich hat's überhaupt nicht erwischt. Das ist gut. Darf ja auch mal sein. Was machen wir mit Hiroki? Ja. Bin mir unschlüssig. Will ich einen stark neurotischen Kannibalen? Nein, eigentlich nicht. Das Ding ist, wir könnten Hiroki anstatt Lunex putzen, tragen und handwerken lassen. Und Lunex kann sich dann viel mehr auf Bergbauen konzentrieren. Ja. Oder wir verkaufen ihn einfach. Ja, das wollen wir ja die ganze Zeit schon. Ist aber ein Förster, der wird wahrscheinlich keine Menschen kaufen. Kein Sklavenhändler. Ich glaube, wir rekrutieren den, oder? Ja. Und er ist ein Künstler. Hey, dann können wir unsere Räume hübsch machen. Können es versuchen. Dann brauchen wir aber auch einen Raum für den. Ja, wir haben ja da unten einen Raum. Ja, der keine Heizung hat.
Das ist ja dann... Aber... Willst du den mal noch handeln? Machen wir noch einen Handel. Okay, oder auch nicht. Wir werden überfallen. Von einem Knüppelhelden. Was kann der? Ziemlich gut knüppeln. Okay. Chris ist verletzt. Schaff. Der kommt vermutlich von der unteren Seite her. Ja. Chris hat im Bett zu bleiben. Okay. Wir schicken dich hierher. Dahin. Ich wäre jetzt erstmal hier runter. Ich hätte ihn schon reinkommen lassen. Dahin. Ich stehe hier hin. Und Lunex? Lunex mitten hierher, aber dann, sobald er näher kommt, mit Lunex weglaufen. Okay. Bist du soweit? Ja. Gut. Weil das Schöne ist, Temendir wird uns helfen. Kommt der echt von oben? Ich wäre mir da noch nicht so sicher. Lock ihn mit Lunex her. Aber nur so ein bisschen. Ja, attackiert Überwandkühlung. Nein, der will hier unser Lager angreifen. Dann machen wir kurz eine Pause. Dann, Nee, bleib du da oben stehen. Nimm nur Lunex und geh zu ihm hin, bis er woanders hingeht. Und dann dreh sofort um. Gehen wir mal hier. Die kann ich jetzt... Wow, das war knapp. Okay, schick Lunex gleich hier hoch. Und los. Lunex war schneller. Zum Glück. Okay, und jetzt durchlaufen. Weil jetzt kommen nämlich Feuergefechte. Ha! Läuft. Gut. Trollolo. Nein, ja. Toloyo. Was kann Toloyo denn? Die könnten mir mit Pflanzen helfen. Freundlich, gutes Gedächtnis, Pessimist. Kann Medizin, kann Pflanzen, kann wahnsinnig gut Nahkampf. Ja, und ich habe da so eine Rekrutierungsgabe aktuell. Ja, ich glaube, die fangen wir. Ich fange die mal. Muss man die behandeln? Ja. Verblutet in 9 Stunden. Yep. Du darfst dich entrekrutieren. Und dann kannst du sie wahrscheinlich direkt behandeln oder soll ich es machen zum Trainieren? Nein, das würde ich schon machen, aber die musst du erstmal in einem Bett liegen. Priorisiere behandeln. Ja, ich esse erst, weil Essen ist wichtig. Ja, und ich scheine das behandeln zu machen. Ja. Aber ich habe jetzt auch einen Medizinskill von 7,98 mittlerweile. Ja, okay. Also du hast zwar mehr, aber dann ist meiner trainiert. Auch gut. Lieber trainiere ich einen Gefangenen wie... Ja, schon. Das habe ich sogar richtig gut gemacht. Ja, okay. Kann wieder laufen. Sehr gut. Gefängnis. Wir sagen hier rekrutieren. Weil die wollen wir haben. Sollen wir Hiroki einfach freilassen? Ja, komm, lass wir den frei. Ja. Müssen wir den nicht mehr weiter durchfüttern. Und die tun wir rekrutieren. Aber dann stellen wir das so ein, dass das hauptsächlich du machst und nicht ich. Ja. Ja, du hast ihn laufen lassen. Gleich mal die Kühlung reparieren. Genau, war nämlich gar nicht so sehr beschädigt. Gut. Ach genau, willst du noch kurz den Temendir anquatschen? Da er uns ja jetzt so nett geholfen hat. Huch, ich hab pausiert. Entschuldigung. So. Trading Session. Was haben wir denn? Dem können wir altes Zeug verkaufen. Die Cowboy-Hüte will ich eigentlich nicht verkaufen. Der hat Bauteile. Wie viele Bauteile haben wir noch? Keine mehr. Ich glaube, keine mehr. Die ganzen Bauteile kosten uns 193 Silber. Das sind 5 Stück. Sollen wir die einem einfach... Wie viel haben wir denn? 0.
Nein, ich meine Silber. Siehst du oben links? 657. Ah, okay. Ja. Nimm. Nemo? Nemo. Ja. Kaufen wir ihm ein paar Bauteile ab. Hey, wir haben gehandelt. Cool. Okay. Dann würde ich sagen, stoppen wir hier. Und schauen nächstes Mal, wie es weitergeht. Ob wir den doch rekrutiert bekommen oder nicht. Den Toloyo? Ja. Der dann... Ist übrigens auch eine Sie. Ist auch eine Sie. Okay, lauter Frauen. Und dann bedanken wir uns beim Zusehen. Bei euch fürs Zusehen. Und sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Tschüss.